Okay, ich darf eine Frage stellen, das finde ich gut. Holger, warum verwendest du in deinen Videos oft das Wort Wette? Das ist mir jetzt schon des Öfteren aufgefallen und ich möchte gerne wissen von dir, warum, was magst du an dem Begriff so gerne, warum ist er für dich so wichtig? Alles, was du machst im Leben oder schwerpunktmäßig als Unternehmer, da musst du eine Wette eingehen. Also es ist ein bisschen sanfter als Lottospielen. Ja, Lottospielen hast ja eine exorbitant große Zahl, dass da mal was bei rauskommt. Aber ansonsten ist alles, was du machst, um zu skalieren, um ein besseres Leben zu führen, um Neukunden zu machen, ist eine Wette. Du stehst morgens auf, beschäftigst dich mit Mitarbeitern, investierst Geld und Liebe und Herzblut und Wissen und Know-how-Transfer und du wettest. Weil ich will nicht sagen Hoffnung, Carlotta, ich will nicht sagen Hoffnung. Hoffnung ist ganz fürchterlich. Liebe, Glaube, Hoffnung gibt es in der Kirche. Du gehst die Wette ein, dass es funktioniert. Und dann habe ich gerade schon gesagt, schau mal, viele Wetten gehen nicht auf. Obwohl es nur so ein Rot-Schwarz ist. Du stellst einen Mitarbeiter ein, du wettest mit deinem Geld und mit deiner Zeit, dass er performt, aber stell dir vor, er performt nicht. Was machst du dann? Und viele Unternehmer zerbrechen dran. Viele zerbrechen an dem Frust, an der Wiederholung, dass die Wette nicht funktioniert. Und dann sage ich ihm, naja, dann kill mal die Wette und mach alles, was in deiner Macht steht, um diese Freiheit als Unternehmer zu behalten. Kill die Wette, verlass dich nur noch auf dich. Und jetzt kommt's, auch das ist für viele Unternehmer schwierig, weil die 10, 20 Jahre natürlich disconnected gearbeitet, gelebt und gedacht haben. Wenn man dann sagt, hey, du hast keine Mitarbeiter, du hast keine Produkte, du hast keine Kunden, aber das, was du hast, ist dein Mut, dein Biss, dein Wille, deine Leidenschaft, dann setz dich hin, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, spielt doch keine Rolle, du hast ja nichts mehr und nimm den Hörer in die Hand. Die Alternative kann ja auch nicht sein, dass du dann in der Scheißsituation, in der du schon steckst, sagst, so gut, jetzt suche ich mir eine Festanstellung. Deswegen, Carlotta, sage ich, es ist eine Wette und es ist doch auch okay. Aber es gibt keine Sicherheiten, es gibt keine Übernachterfolge, es gibt kein System, was einen schlechten Mitarbeiter kompensiert. Das gibt es nicht. Es gibt viele Hilfsmittel und viel Kakaopulver auf dem Cappuccino, was die Sache nachher groß, geil und schön und lecker macht. Aber am Ende des Tages gehst du und du musst als Unternehmer Wetten eingehen. Ich könnte auch sagen, Risiko. Ja? Was ist eine Wette? Und es ist doch auch in Ordnung. Es ist keine Hoffnung. Und wenn nichts mehr funktioniert, wenn alle Stricke reißen, wenn shit hit the fan, dann setz dich hin und mach das, wofür du mal angetreten bist. Verteidige auf Teufel komm raus deine Freiheit und mach einfach deinen Job. Yes, love it. Ich bin gerade auf dem Weg zum Friseur, ja, weil der alte Mann hat Geburtstag am selben Tag wie letztes Jahr und da fiel mir ein, Mensch, da muss ich mich ein bisschen zurecht machen. Ja. Und eine wunderbare Unternehmerin, die gerade die Kamera hält, ja, Kamerakind Carlotta, wir sprechen gerade so über das Unternehmertum und macht das eigentlich Sinn und macht das eigentlich Spaß und wieso machen wir das? Und Carlotta hatte eine extrem, extrem geile Frage. Sie fragte, Mensch, würdest du nochmal gründen und ist denn heute etwas anders als vor 30 Jahren? Ich muss ja zugeben, ja, Carlotta ist ja wesentlich jünger als ich, ja, deswegen vor 30 Jahren. Also ist irgendwas anderes? Nee, ist nichts anderes. Also die Schnittmenge, warum du Unternehmer werden darfst oder solltest oder die Schnittmenge, warum du wahrscheinlich Unternehmer werden willst, die ist immer die gleiche. Ja? Freiheit, Selbstbestimmtheit, skalieren. Ja? Aber es gibt auch Fallstricke. Es gibt auch unfassbar viele Dinge, wo ich heute sage, Mensch, hätte ich das mal eher gewusst. Also ich wäre weiterhin Unternehmer geworden, aber die Fallstricke sind zum Beispiel, oder das, was echt schwierig ist, was echt Herausforderungen sind als Unternehmer, sind die Wetten, die wir jeden Tag eingehen. Ja, wir wetten auf einen Mitarbeiter, dass er performt. Wir wetten auf einen potenziellen Neukunden. Wir wetten, dass alles, was wir tun, tatsächlich auch am Ende des Tages, früher oder später, erfolgreich wird. Und das auszuhalten, weil die meisten Wetten gehen schief. Ja, obwohl es ein bisschen so wie bei Roulette ist, eigentlich nur rot oder schwarz, ja, aber die meisten Wetten gehen schief. Und die meisten Unternehmer, die ich kenne, die frustriert sind oder die hinschmeißen oder die es nicht packen oder die wirklich strugglen und wirklich es nicht schaffen zu skalieren und Neukunden zu gewinnen, die verlieren die meisten Wetten und zerbrechen eben auch an dieser Frustration. Also Unternehmer sein, werden, wollen, geil. Was willst du sonst machen? Was willst du sonst machen? Willst du dich für ein paar Mark irgendwie anstellen lassen? Hey, fair enough. Auch alles wichtig und geil. Und wenn jemand seinen Frieden damit gemacht hat. Aber als Unternehmer, das ist schon geil. Jeden Tag etwas zu unternehmen und selbst und ständig dafür verantwortlich sein. Aber skalieren ist aber ganz was anderes. Ja, und über Nacht zum Millionär, das habt ihr ja mittlerweile verstanden, das funktioniert sowieso nicht.
Aber selbst und ständig skalieren, dafür brauchst du Tools, Mittel, Hilfsmittel, Systeme, Mitarbeiter, neue Kunden. Zum Schluss noch das wichtigste Learning überhaupt über die letzten 30 Jahre. Es ist egal, wen du einstellst. Es ist egal, was es für Systeme gibt. Früher gab es ein Fax, ja, heute machen wir es anders. Am Ende des Tages kannst du dich und musst du dich am eigenen Schopf oft selbst herausziehen. Und das heißt, Hörer in die Hand nehmen, Kunden anrufen. Und wie lange? Genau, du weißt es, genau so lange, bis jemand sagt, hey, ich habe Bock, mit dir zu arbeiten. Also manchmal hast du keine Mitarbeiter, manchmal hast du keine Kunden, manchmal hast du keine Ideen oder Geld für irgendwelche Systeme. Hey, setz dich hin, nimm den Hörer in der Hand und ruf so lange jemanden an, bis er sagt, geiler Typ, mutig, bissig, fleißig, mit dem will ich arbeiten.